Guten Tag, ich möchte Sie herzlich begrüßen zu unserer heutigen Buchpräsentation. Es geht um die Monographie Überregional mehrsprachig vernetzt, die Literatur der Kärntner Slowenien im Wandel, die Ende Jänner beim Präsens Verlag in Wien erschienen ist und eigentlich die neueste Bestandsaufnahme Kärntner slowenischer Literatur oder sagen wir von Literatur von Kärntner Slowenien darstellt. Ich möchte Sie auch herzlich begrüßen im Namen des Projektteams. Das waren Felix Kohl, Dominik Sariens, André Leben und ich. Die Monographie ist aus einem FWF-Projekt hervorgegangen, das vom März 2016 bis September 2018 am Institut für Slawistik der Universität Graz lief. Und zwar unter dem Titel Die zweisprachige literarische Praxis der Kärntner Slowenen nach der Einstellung des Mladje 1991 und ihre Position im überregionalen Interaktionsraum. Das ist vielleicht ein etwas sperriger Titel, der schon gewisse Probleme impliziert, die ich im Folgenden besprechen werde, die sich im Zusammenhang mit der Begrifflichkeit, die wir sozusagen etablieren mussten für dieses Projekt, stellen. Das Projekt war von Anfang an gut vernetzt mit anderen wissenschaftlichen Institutionen in Österreich und in Slowenien. Und wir haben bereits früh auch mit Projektdarstellungen und Projektpräsentationen begonnen. Eine davon ist erschienen im Koroschki Koledar 2017, wo relativ ausführlich die Methodologie des Projekts beschrieben wird. Und es hat ungefähr zur gleichen Zeit auch eine Präsentation am historischen Seminar des Wissenschaftlichen Forschungsinstituts der Akademie der Wissenschaften und Künste in Ljubljana gegeben. Diese ist dann erschienen in der entsprechenden Zeitschrift Historisches Seminar. Das sind nur einige Stationen. Es hat mehr an Publikationen gegeben. Es führt allerdings zu weit, das jetzt ein bisschen besser auszuführen. Im April 2018 aber hatten wir dann die internationale Konferenz Literarische Mehrsprachigkeit in Österreich und Slowenien organisiert, die an der Universität Graz stattgefunden hat und aus welcher der Sammelband Literarische Mehrsprachigkeit im österreichischen und slowenischen Kontext hervorgegangen ist, der 2019 in Tübingen erschienen ist. Von dem erschien dann im nächsten Jahr, 2020, eine slowenische Version unter dem Titel Literarna več jezičnost u slovenskem in austrijskem kontekstu, erschienen im Verlag SRC in Ljubljana. Herausgeber des Sammelbands waren André Leben, der Projektleiter, und Alenka Koron vom Institut für Literaturwissenschaft am Wissenschaftlichen Forschungszentrum. Am Beginn des Projekts stand, wie ich schon gesagt habe, der Bedarf, die Literatur der Kärntner Slowenen einer aktuellen Bestandsaufnahme zu unterziehen. Die letzte derartige Bestandsaufnahme stammte aus dem Jahr 1998, als die zweite Auflage der Profile der neueren slowenischen Literatur in Kärnten von Johann Strutz erschien. Diese Darstellung der slowenischen Literatur in Kärnten reicht naturgemäß nur bis in die 1990er Jahre und sie erfasst sozusagen die letzten Autorinnen, die noch am Mladje mitgearbeitet haben. Es ging nun darum zu erfassen, was hat sich nach 1991 getan. 1991 war, wie wir wissen, das Jahr der inoffiziellen, aber immerhin doch faktischen Einstellung des Mladje. Denn in der Zwischenzeit sind viele junge Autorinnen mit ganz verschiedenen und neuen Profilen aufgetreten.
Schon Johann Strutz hat 1998 von einer Entregionalisierung der Literatur der Kärntner Slowenen geschrieben, die sich in der selbstverständlichen Nutzung beispielsweise von Publikationsmöglichkeiten in Slowenien oder im gesamten deutschsprachigen Raum im Grunde äußert. Zusätzlich aber mit dem Reiz der Zweisprachigkeit, also die im Feld der Kärntner slowenischen Literatur sowieso gegeben ist. Strutz spricht damit auch die Distributions- und Rezeptionskanäle an, die das System der Literaturen des Alpen-Adria-Raumes mit dem überregionalen Kommunikationsraum verbinden, indem es zu einer immer stärkeren wahrnehmbaren Orientierung von Autorinnen in den deutschsprachigen Raum kommt. Und damit natürlich auch in den deutschsprachigen Markt. Deshalb war von unserer Seite von Anfang an das Interesse im Vordergrund, einmal empirisch zu erfassen, was überhaupt geschrieben wurde seit 1991. Und diese Produktion dann derart zu strukturieren, dass sie beschreibbar wird. Vor 20 Jahren, als die zweite Auflage der Profile erschienen sind, konnte man noch oder gerade noch von einer neueren slowenischen Literatur in Kärnten sprechen. Heute sehen wir uns aber einer jungen Autorenschaft gegenüber, die von vornherein oder überhaupt auf Deutsch schreibt. Ja. Wir haben es pointiert gesagt mit Autoren und Autorinnen zu tun, die nicht mehr im utilitaristischen Sinn auf die slowenische Volksgruppe fixiert sind, sondern die Literatur schreiben, die sie eben zu schreiben imstande sind, unabhängig davon, ob sie das auf Slowenisch oder auf Deutsch beispielsweise tun. Die Autorinnen migrieren, sie lassen sich in Wien oder in Graz oder irgendwo im Ausland nieder, um zu studieren oder ihrem Beruf nachzugehen und etablieren sich unter Umständen auch in einer völlig diversen Kultur. Das bringt natürlich Konsequenzen für die mögliche Auswahl der Autorinnen, die wir berücksichtigen müssen in einer Bestandsaufnahme, wie auch auf die zu wählende Darstellungsweise mit sich. Die Frage ist, ja, wie soll man eine Literatur, die früher noch eindeutig als die Literatur einer Volksgruppe identifiziert wurde, überhaupt benennen, wenn Sprache, Herkunft oder Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe als wesentliche Zuschreibungskriterien im Grunde keine Gültigkeit oder keine absolute Gültigkeit mehr haben. Die eigentlich drängendere Frage aber war, wer sind dann die Akteure in diesem Feld? Ja, das nicht mehr auf die slowenische Sprache fixiert ist, sondern mehrsprachig ist. Und wie kann man dieses Feld eingrenzen, um es überhaupt beschreibbar zu machen? Wir wissen aus der regionalen Komparatistik, dass die Kärntner oder die Literatur der Kärntner Slowenen unter systemischen Gesichtspunkten als Teil der Literaturen des Alpen-Adria-Raumes betrachtet werden kann und auch wird. Wir haben es aber dann, wenn wir den Aspekt der Migration zum Beispiel berücksichtigen oder eben die Loslösung, auch von minoritären Umfeld, die eine ganz bewusste Loslösung sein kann, wenn wir das in Betracht ziehen, dann wird der Untersuchung, der Raum, den wir zu untersuchen haben, weitaus größer. Im Grunde gibt es überhaupt kein geografisches Substrat mehr, das wir beschreiben könnten. Also bei den Alpen-Adria-Literaturen haben wir noch irgendwie die Regionen vor Augen, um die es geht. Ne? Der gesamte slowenischsprachige Raum mit den Ausläufern in Italien und Österreich zum Beispiel. Ne? Aber in unserem Fall lässt sich eine solche geografische Zuordnung eigentlich nicht mehr treffen.
Was die Selektion oder die Auswahl der Akteure betrifft, war von Anfang an klar, dass sie sich nicht auf Kärntner Slowenen oder Kärntner Sloweninnen beschränken würde. Es waren schon früher, in früheren Darstellungen, Personen aus dem zentralslowenischen Raum integriert, die in Kärnten vielleicht studiert haben oder hier ihrem Beruf nachgehen, die sich hier niedergelassen haben und in Kärnten schreiben. Ich erwähne nur bekannte Namen wie Anita Hudl oder Vinko Oschlag. Es gibt auch Beispiele wie Alenka Hein, also wo eine Autorin zwischen Slowenien und Kärnten pendelt. Und, aber trotz, also durch ihre Arbeit eben trotzdem mit dem Kärntner slowenischen Raum, mit dem zweisprachigen Raum sehr eng verbunden ist. Unter den jungen Autorinnen sind etliche, die in Klagenfurt zur Schule gegangen sind, die das slowenische Gymnasium in Klagenfurt besucht haben. Ich erwähne hier nur Kvina Hutora oder Amina Majetic. Das sind Leute, die in Kärnten überhaupt ihre erste literarische Sozialisation erfahren haben. Sie haben dann unter Umständen in Klagenfurt auch weiter studiert. Oder zum Beispiel Aljaš Pestotnik, der die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in St. Peter im Rosental besucht hat und später nach Graz ging, um zu studieren. Also es geht, also schon in früheren Darstellungen war dieser Aspekt von der Migration vorhanden. Ja, es ist, man kann sogar sagen, also dass zu einem gewissen Grad diese Zuwanderung von Autoren aus dem zentralslowenischen Raum, die Abwanderung, die man andererseits feststellen kann, aus dem Kärntner Raum kompensiert. Natürlich waren aber auch zu berücksichtigen dann die personellen und institutionellen Kontakte und Vernetzungen zwischen minoritären und nicht-minoritären Strukturen in Kärnten, die in den letzten 20 Jahren sicher zugenommen haben und deren Relevanz in einigen Bereichen auch über Kärnten weit hinausreicht. Also denken wir nur an das Musil-Institut in Klagenfurt als eine wesentliche Institution, die kulturverbindend wirkt. Ich könnte die Universität Klagenfurt als Ganzes nennen, als ein Zentrum der interkulturellen Didaktik und auch als Heimstätte für verschiedene interkulturelle Initiativen, wie zum Beispiel das Unikum. Ganz wichtig natürlich die Verlage, Drava, Hermagoras, Wiese, um diese traditionellen Verlage zu nennen. Darüber hinaus haben sich aber im Windschatten dieser zweisprachigen Verlage auch andere gebildet, wie Kitab, also die ganz explizit und mit großem Einsatz dann auch in diesem interkulturellen Feld gearbeitet haben. Oder in den letzten Jahren kommt auch der Verlag Hein dazu mit seiner Edition Meerscheinauge. Also wo man zum Beispiel in der Produktion Sala, diesem Theaterstück von Simone Schönet und Harald Schwinger, auch den Aspekt der Zweisprachigkeit hat. Ja. Man kann beobachten, dass auch die traditionell der Minderheitenpraxis vorbehaltenen Vereinsstrukturen sich mittlerweile einem interkulturellen Konzept verschrieben haben. Ja, das zum Beispiel der traditionelle Kulturverein SPD Saria in Eisenkappel, der sich ganz bewusst geöffnet hat auch für ein deutschsprachiges Publikum, um nicht, wie es dann in der Selbstbeschreibung eigentlich heißt, also nicht in der Anonymität irgendwann zu versinken. Also wir haben in dieser Monographie nicht nur die Literatur von Kärntner Slowenen, in welcher Sprache auch immer, und die im engeren Sinn slowenischsprachige Literatur in Kärnten im Blick, sondern wir haben auch literarische Texte berücksichtigt, verschiedenster Prominenz und in verschiedenen Sprachen, die sich konkret auf das zweisprachige Kärnten und auf die minoritäre Kärnten, auf die minoritäre Situation der Slowenen in Kärnten bezieht.
Dabei haben uns folgende Forschungsfragen geleitet. Zum Beispiel weist das zweisprachige literarische Feld Besonderheiten auf, die seine Behandlung als Subsystem im überregionalen Zusammenhang nahelegt. Das heißt, gibt es Merkmale in diesem zweisprachigen Feld, wo man sagen kann, es hat so einen Systemcharakter, dass es für Teile eines überregionalen Zusammenhangs auf Teile eines überregionalen Zusammenhangs ausstrahlt. Das ist zum Beispiel, um nur ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, die Attraktivität auch der zweisprachigen Verlage für deutschsprachige Autorinnen. Die Frage ist, wie und über welche Kanäle finden Kontakt und Transfer von Repertoires und Modellen statt? Ja? Welche institutionellen Voraussetzungen gibt es? Welche Vernetzungen? Wie sind sie aufgestellt? Ja, das ist sozusagen ein literatursoziologischer Aspekt, den wir hier dann berücksichtigen müssen, um das Feld in seiner physischen Realität auch zu erfassen. Andere Frage, welche Rolle spielen Identitätskonstruktionen für das Zustandekommen von solchen literarischen Transfers? Ja? Hat die verändernde Rolle oder die sich verändernde Rolle der literarischen Mehrsprachigkeit, die sich ja allgemein feststellen lässt, also nicht nur im zweisprachigen Bereich, sondern eigentlich als Phänomen des den literarischen Diskurs als solchen betrifft, hat die sich verändernde Rolle der literarischen Mehrsprachigkeit zu Anpassungen auch in der kulturellen Praxis der Minderheit in Kärnten geführt. Ja? Also das sind Fragen, die haben uns durch die gesamte Projektzeit hindurch begleitet und die ziehen sich auch wie ein roter Faden durch diese Monographie. Wichtig war, dass wir mal auf empirischer Grundlage Evidenz schaffen. Was gibt es überhaupt? Ja, das war wichtig, einmal zumindest die Produktion der Kärntner Slowenen vollständig zu erfassen. Was gibt es darüber hinaus, was eben mit diesem zweisprachigen Feld interagiert und damit in Verbindung steht? Ja, und da wird es dann sehr interessant, ja, weil über diese Evidenz, die dadurch geschaffen wird, kommen wir überhaupt erst zu Kriterien, wie man diesen Raum, den wir beschreiben müssen, eingrenzen kann. Wir haben zu diesem Zweck haben wir dann eine Datenbank angelegt, die zu Projektende mehr als 18.500 Einträge umfasst hat. Ja, das sind bibliografische Einträge klassischer Natur, da sind Bücher aufgenommen, Zeitschriftenartikel, alles, was irgendwie greifbar war, was mit der Literatur oder mit dem zweisprachigen literarischen Feld in den letzten 30 Jahren in Verbindung zu bringen ist. Ja, da geht es auch um elektronische Distributionskanäle, also wir haben Plattformen erfasst, Blogs zum Beispiel, solche Dinge. Dann gibt es intermediale Bezüge der Literatur zu Theater und Film, zur Musik. Ja. Auch diese Dinge haben wir versucht, möglichst vollständig zu erfassen. Und natürlich die relevante Sekundärliteratur, die wissenschaftliche Literatur zu unserem Bereich. Ja. Allein für Zeitschriftenartikel und Übersetzungen, die in Zeitschriften erschienen sind, haben wir über 60 slowenische Literatur- und Kulturzeitschriften gesichtet und ausgewertet. Also, darüber hinaus haben wir über 40 Interviews mit Personen geführt, die in irgendeiner Weise im zweisprachigen Feld kulturell tätig sind und es mitprägen. Genauer beschrieben haben wir dann ungefähr 130 vorwiegend slowenischsprachige und ungefähr 200 vorwiegend deutschsprachige Buchpublikationen
um eine Vergleichsbasis zu kriegen, auf der wir zu konkreten Aussagen über inhaltliche Merkmale und auch zu Entstehungszusammenhängen von einzelnen Büchern gelangen konnten. Die Monographie selbst gliedert sich in 6 Abschnitte. Im ersten werden die Grundlagen, also die Ausgangsfragen unseres Projekts beschrieben und die methodologischen Ausgangspunkte erläutert. Im zweiten Abschnitt kommt die gegenwärtige literarische Praxis der Kärntner Slowenen als solche zur Sprache. Im dritten Abschnitt wird der Bereich der literarischen Mehrsprachigkeit im überregionalen Interaktionsraum behandelt. Im vierten Abschnitt geht es um Identitätskonstruktionen und um Biografie, die ja auch Sprachbiografie ist. Im fünften Abschnitt haben wir Erinnerung als Paradigma literarischer Kommunikation und schließlich im letzten Abschnitt Angaben zur institutionellen und medialen Infrastruktur des zweisprachigen Feldes. Ich will nur kurz auf die einzelnen Abschnitte eingehen, damit Sie ungefähr eine Vorstellung bekommen, in welche Richtung diese Untersuchung gegangen ist. Also der erste Teil, der von der Methodologie handelt, beschreibt zunächst in einem literaturgeschichtlichen Abriss die Literatur der Kärntner Slowenen vom frühen 19. Jahrhundert an, die bis in die Zeit des ersten Mladia im Wesentlichen sich als einsprachig darstellt. Also es ist einfach gesagt nur slowenisch geschrieben worden. Gerade im Mladje kündigt sich aber bereits die schrittweise Überwindung dieser Einsprachigkeit an. Also zunächst einmal, um die deutschsprachige Öffentlichkeit zu informieren. Im weiteren Verlauf wird das Deutsche aber zunehmend auch oder sogar primär zur Sprache des literarischen Ausdrucks. Neu ist an diesem historischen Überblick, und den hat es in dieser Form eigentlich noch nicht gegeben, ist die Beschreibung dieser historischen Entwicklung im Zusammenhang mit der heute etablierten Mehrsprachigkeitsforschung, die zunehmend ja auch den literarischen Diskurs in den einzelnen Nationalphilologien beeinflusst und mitprägt. Die Literatur der Kärntner Slowenen wird damit in einem Diskursfeld platziert, das Mehrsprachigkeit als Normalfall und nicht als Einzelfall von Sprachigkeit definiert und damit das lange dominierende Einzelsprachigkeitsparadigma ad acta legt. Also für die Beschreibung des zweisprachigen Feldes konnten wir auf den Ergebnissen der regionalen Komparatistik des Alpen-Adria-Raumes aufbauen. Das sind die maßgeblichen Forschungen von Johann Strutz. Diese Literaturen des Alpen-Adria-Raumes als ein eigenes Subsystem betrachten. Ja. Wir haben jetzt ähnliche methodologische Ausgangspunkte, was diese systemtheoretischen Grundlagen betrifft, in der Kultursemiologie Lothmanns, im bachtinschen Polyphoniekonzept, in der Kultursoziologie Pierre Bourdieus oder auch in der Polysystemtheorie Itamar Evans-Sochars, um nur die wichtigsten zu nennen. Was unseren Ansatz jetzt vom Ansatz der regionalen Komparatistik unterscheidet, ist die Abgrenzung eines überregionalen Kommunikationsraums, der über kein echtes geografisches Korrelat mehr verfügt, der zur Beschreibung der beobachtbaren literarischen Interaktionen aber trotzdem angenommen werden muss. Darum mussten wir methodologisch auch auf raumbasierte Konzepte zurückgreifen. Hier erwies sich die Raumtheorie Henri Lefebvre's als fruchtbar, die Raum wesentlich als eine diskursiv und praktisch hervorgebrachte Kategorie begreift, die physisch, mental und sozial repräsentiert, jedoch nicht a priori gegeben ist.
Dieses Konzept fokussiert auf soziale Praxis und unterläuft damit essentialistische Kategorien wie Sprache oder Ethnie und betont den Verhandlungscharakter von Raumrepräsentationen. Also dieser Begriff steht an unserem Begriff des Interaktionsraums, wie wir ihn verwenden, sehr nahe. Und er ist, was man auch nicht übersehen sollte, politisch. Nicht im Sinne einer bestimmten Ideologie, aber in dem Sinn, dass er bestehende Ordnungen und Konventionen in Frage stellt. Also das ist das, was ich einleitend schon gesagt habe, dass Sprache und Herkunft der Autorinnen nicht mehr die als absolute Kriterien für die Auswahl angesehen werden können. Im zweiten Abschnitt wird die gegenwärtige literarische Praxis von Kärntner slowenischen Autorinnen beschrieben, nicht aufzählend, sondern strukturiert nach Themenbereichen. Hier geht es um generationelle Zäsuren, die man beobachten kann, um mediale Aspekte, inhaltliche Verschiebungen, um neue Schreibpraxen in der Lyrik und in der Prosa. Es geht um den Gebrauch der neuen Medien und um Formen der literarischen Mehrsprachigkeit, die hier im Detail beschrieben werden. Eingegangen wird auch auf die Literaturdebatten, die sich rund um die Veröffentlichung des Romans Engel des Vergessens von Maja Hadalap entzündeten und die Frage, ob der Kärntner slowenische Autor slowenisch oder deutsch schreiben soll, erneut aktualisiert haben. Besprochen werden auch neue ästhetische Zugänge in Lyrik und Prosa. Erörtert wird auch die Frage, inwieweit Elemente eines literarischen Engagements erkennbar sind. Beseitigte Dörfer, brennende Städte, Urbanität und Mobilität, destabilisierte Individuen sind Stichworte, die auf neue inhaltliche Orientierungen verweisen. Dazu werden anhand des Auftauchens von Krimi und Antikrimis auch genremäßige Neuerungen und Entwicklungen behandelt. Im Bereich des Theaters wird zum Beispiel auf die strukturelle Mehrsprachigkeit in Bühnenproduktionen eingegangen, die mittlerweile Standard ist, sowohl im Hinblick auf Ensembles, auf Kooperationen mit deutschsprachigen Theatergruppen oder auf die Übertitelung ein- oder mehrsprachiger Produktionen mittels Beamer oder Laufschrift. Einen zentralen inhaltlichen Bezugspunkt für die theatralische Inszenierung bildet die Inszenierung verdrängter Kärntner Geschichte, des antifaschistischen Widerstands sowie der Auswirkungen der politischen und ideologischen Machtverhältnisse auf die slowenische Minderheit und auf das Zusammenleben der Volksgruppen in Kärnten. Man kann generell sagen, dass die Kooperationen mit deutschsprachigen Theatergruppen und Autorinnen sich seit der Jahrtausendwende vervielfacht hat. Und hier sieht man auch, also in der thematischen Ausrichtung, wenn es um Themen der Zeitgeschichte geht zum Beispiel, einen starken Bezug zur Erinnerungskultur der Kärntner Slowenen. Aber darauf kommen wir noch zu sprechen. Der dritte Abschnitt geht auf beobachtbare Formen latenter und manifester Mehrsprachigkeit in deutschsprachigen Texten ein. Deutschsprachige Texte, soweit sie eben in einem wie immer gearteten Bezug zum zweisprachigen Feld im Kärnten stehen. Also hier wird dieser bereits anhand der Kärntner slowenischen Autoren behandelte Mehrsprachigkeitsaspekt auf den überregionalen Interaktionsraum übertragen. Ja, in erster Linie geht es um deutschsprachige Autoren. Die Formen der Mehrsprachigkeit sind mehr oder weniger nach den Kriterien beschrieben, die sich in der Mehrsprachigkeitsforschung mittlerweile etabliert haben. Also Formen der kontextuellen Mehrsprachigkeit, wo es darum geht, wer schreibt für wen zum Beispiel, in welchen Zusammenhängen, in welchen
Publikationsorganen und so weiter und eben Formen der textuellen. Also ich bitte Sie, das im Einzelnen nachzulesen. Im vierten Abschnitt geht es um Identitätskonstruktionen und um die Darstellung von Biografien in einschlägigen Beiträgen und lexikalischen Werken. Im Vordergrund steht die Frage, welche Zuschreibungen von Identitäten in solchen lexikalischen Beiträgen eigentlich getroffen werden und von wem. Ne, anhand von einigen Beispielen werden diese, Fremd- und Selbstzuschreibungen, ja, die Kontextabhängigkeit und auch die Willkürlichkeit von ethnischen, sprachlichen und administrativen Kategorisierungen aufgezeigt. Der fünfte Abschnitt trägt der Tatsache Rechnung, dass gerade die Erinnerungsbücher von Kärntner Slowenen, die seit den 90er Jahren ja in großer Menge und Regelmäßigkeit erschienen und auch übersetzt worden sind, dass diese Erinnerungsbücher an die Zeit des Nationalsozialismus, an Widerstand und Verfolgung, wesentliche Faktoren der literarischen Kommunikation über das zweisprachige Feld hinaus bilden. Man könnte sie sogar als eine Grundlage für die Herausbildung eines transnationalen Gedächtnisses erachten. Also man kann durchaus beobachten, dass sich einzelne Erinnerungsorte der Kärntner Slowenen, wie zum Beispiel der Berschmannhof, als das prominenteste Beispiel mittlerweile auch in der deutschsprachigen Literatur bei deutschen Autoren wiederfindet. Also denken wir nur an den Roman Mara Kogoi von Kevin Wennemann, als hervorragendes Beispiel. In diesem Bereich, also wo es um Erinnerung als Paradigma der literarischen Kommunikation geht, werden schwerpunktmäßig Transfers und Interaktionen in der Literatur und im Theaterbereich beschrieben. Vielleicht haben wir noch Zeit später, dass ich kurz auf das ein bisschen näher eingehe mit Beispielen. Im letzten und mehr informativ gehaltenen Abschnitt sind schließlich Angaben zu den wichtigsten Wissenschaftsinstitutionen, zu Vereinen, Initiativen, Theatern, Spielstätten, zu Literaturpreisen, Festivals, Verlagen und Medien zu finden, die gleichsam Plattformen für die literarisch-künstlerische Interaktion darstellen und in vielen Fällen auch untereinander vernetzt agieren. In den Schlussbetrachtungen werden schließlich die wichtigsten Ergebnisse noch einmal zusammengefasst und potenzielle Anwendungsfelder des Konzepts der literarischen Interaktionsräume aufgezeigt. Man kann nämlich schon sagen, also, dass die Verhältnisse in einem zweisprachigen Feld wie unseres, das wir beschrieben haben, eine exemplarische Ausgangssituation für die Anwendung einer nationalsprachigen, nicht eingeengten Methodik darstellt. Also das hat schon Johann Strutz in den 1980er Jahren formuliert, Literatur der Kärntner Slowenen aufgrund der von vornherein gegebenen komparatistischen Situation als bestens geeignet für die Entwicklung von Instrumentarien für den Kulturvergleich angesehen hat. Ich denke, das war auch ein Grundanliegen unserer Monographie und ich hoffe, dass es uns auch einigermaßen gelungen ist. Auf jeden Fall denke ich, dass der Bereich, den wir dargestellt haben, ein sehr lebendiger Bereich ist. Die Fragen, die sich vielleicht an einzelne Positionen anknüpfen, die auch Fragen berühren, ob der Sprachwechsel als Assimilationsphänomen zu sehen ist oder im Gegenteil vielleicht als Bereicherung einer interkulturellen Kommunikation, solche Prognosen zu erstellen,
Das war nicht unsere Aufgabe, ne? Aber wir hoffen, wir haben diesen Bereich gut und interessant beschrieben. Ich möchte noch im Einzelnen, weil ich vorhin schon herausgehoben habe, die eminent wichtige Funktion der Erinnerungsliteratur der Kärntner Slowenen für die überregionale literarische Kommunikation, möchte noch einige Beispiele bringen, die das illustrieren. Ich kann hier nicht auf die Erinnerungskultur oder auf die Erinnerungsliteratur der Kärntner Slowenen selbst eingehen, also das wäre viel zu umfangreich. Aber es gibt dann doch gewisse Publikationen, die dann zeigen, wie diese Erinnerungsbücher weiterwirken, wie sie produktiv rezipiert werden in der deutschsprachigen Literatur. Im Grunde geht diese Rezeption zurück auf die 80er Jahre. Das ist ein Meilenstein damals der Dokumentation von Zeitzeugnissen. Das war der Band Spurensuche, mit dem es gelungen ist, diese ganze Zeitzeugenliteratur oder die Zeitzeugnisse von Kärntner Slowenen in den größeren zeitgeschichtlichen Kontext zu integrieren, beziehungsweise in den zeitgeschichtlichen Diskurs. Ne? 1984 ist dann mit Jelka, also die Erinnerungen von Helena Kuchar, nach den Gamziner Blasu natürlich die erste Publikation erschienen, die im deutschsprachigen Raum dann auch rezipiert wurde, ja, und kommt immer wieder dann vor. Also in diversen Theaterstücken findet man dann diese Figur der Jelka. Man findet sie zum Beispiel in der Proletenpassion von Unger, ne? Drei Pfiffe im Wald. Ja, das sind alles Dinge, die hier zusammenhängen, die durchaus auch in den Bereich der Populärkultur dann Eingang gefunden haben. In unserem Betrachtungszeitraum also würde ich ein paar Sachen hervorheben, also wie die auch einzelne Erinnerungsorte betreffen. Und das ist schon, vor allem der schon genannte Berschmannhof, der in einer Vielzahl von deutschsprachigen Texten zumindest erwähnt wird, beziehungsweise zum Bezugspunkt für einen literarischen Diskurs wird. Ja. Ist zum Beispiel interessant, wie das Stück Elf Seelen für einen Ochsen von Tina Lesch zustande gekommen ist. Sie ist im Jahr 2000 nach Kärnten gefahren mit dem Volkstheater Favoriten, um teilzunehmen an diesen Protestveranstaltungen gegen die erste schwarz-blaue Regierung. Sie hat sich aber dann entschlossen, in Kärnten zu bleiben, ist Kustodin geworden des Berschmann-Museums und auch Mitbegründerin des Berschmann-Vereins und hat auf der Grundlage von Prozessakten, die damals gerade über dieses Massaker im April 1945 zugänglich wurden, ein Stück geschrieben, ne? Elf Seelen für einen Ochsen. Das ist insofern auch interessant, als hier Mehrsprachigkeit auf der Bühne gepflegt wird. Also Zeugenaussagen von Kärntner Slowenen sind dann auch auf Slowenisch und es steht auf der Bühne dann ein Dolmetscher, der das übersetzt zum Beispiel. Ne? Aber uraufgeführt wurde das Ganze nicht in Kärnten, wie man vermuten würde, sondern im Festival der Regionen in Linz. Also auch hier sieht man so eine gewisse Ausstrahlung von Aktivitäten, die sich auf den zweisprachigen Raum beziehen. Anderes Beispiel für Theater, das sich sehr stark auf den zweisprachigen Raum und auf die Zeit von Verfolgung und Widerstand bezieht, werden Theaterstücke von Bernd Leopold Mosser. Da gibt es mehrere, ja, die zum Teil auch im Zusammenarbeit mit dem SPC zustande gekommen sind. Ich
nenne hier nur also, das Stück Das Dorf an der Grenze, das 2003 im Stadttheater Klagenfurt aufgeführt wurde, auch mit slowenischen Textpassagen, oder für unseren Bereich zur Erinnerungskultur, ja, das Stück Partisan, das dann auch in einer zweisprachigen Ausgabe erschienen ist. Naja, der Berschmannhof als bekanntester Erinnerungsort der Kärntner Slowenen taucht zum Beispiel auch auf in der Tatort-Serie, ne? Also diese eine Film, wie hat er geheißen, Unvergessen, ne? Dieser Österreich-Tatort, der bezieht sich ganz explizit auf dieses Massaker auf dem Berschmannhof. Ne? Bereitet die Thematik aber natürlich für ein Massenpublikum auf, ja? das für ein Unterhaltungsmedium. Den Roman von Kevin Wennemann, Mara Kogoi, habe ich schon erwähnt. Der Roman ist 2007 im Suhrkamp Verlag erschienen und ist durchaus auch wahrgenommen worden. Die Protagonisten sind hier zwei Kärntner Slowenen, die ein Interview mit einem rechtsextremen Zyniker führen, der das Massaker am Berschmannhof als Werk der Partisanen darstellt und die SS als die zu spät gekommenen Retter. Also das ist so diese Thematik der Schuldumkehr, die hier Eingang gefunden hat. Ja. Schon das Setting ist diskursiv. Ja. Also das ist die Interviewsituation, bezieht sich auch auf das Verhandeln von Geschichte, ja, auf das Aushandeln von Positionen. Ja. Das ist auch im Stück von Dina Leisch so. Ne? Die Prozessanordnung transportiert im Grunde etwas ganz Ähnliches. Ne? Der Berschmannhof kommt dann natürlich auch vor in Meyer Haderlaps Roman Enkel des Vergessens. Überhaupt hat dieser Roman eine genremäßige Verbindung zur Erinnerungsliteratur von Kärntner Slowenen, die auch von deutschsprachigen Rezensenten wahrgenommen wurde, zum Beispiel. Peter Handke, Immer noch Sturm, ist fast paradigmatischer Text, ja, für diesen Bezug zur Erinnerungsliteratur der Kärntner Slowenen. Also man weiß bei Handke schon lange, so diese Bezugnahmen auf Brusnik Gaspar, Gamsina Blase, ne? Oder die Rese, wo er da auf die Texte von André Kokot und Liebe Kolenik aufmerksam macht. Ja. Man findet im Homepage Handke Online, ja, findet man zum Beispiel auch diese Materialien, die Lektüren Peter Handkes, Unterstreichungen in Texten bzw. Randnotizen. Solche Dinge sind dort archiviert, die kann jedermann einsehen. Ja. Ist ganz interessant. Also wenn man sieht, wie sich dann in das Buch von Brusnik Gaspar irgendwie durch Randbemerkungen so die eigene Familiengeschichte quasi einschreibt. Immer noch Sturm, natürlich, ist dann übersetzt worden auch ins Slowenische und aufgeführt worden am Drama in Ljubljana, genauso wie eine Bühnenadaption der slowenischen Übersetzung von Meyer Haderlaps Roman Engel des Vergessens. Anderer Themenbereich wäre zum Beispiel das Konzentrationslager am Leubel. Ja. Das Stück von Erwin Ries, Wiener Autor, Leubelsaga, bezieht sich auf die Erinnerungen von Janko Tischler zum Beispiel, ne, an das und der ja als Vermessungstechniker beim Tunnelbau am Außenlager des KZ Mauthausen eingesetzt war und als Fluchthelfer mit den Partisanen zusammengearbeitet hat. Also dieses Stück ist zum Beispiel inszeniert worden in einer Kooperation von Theater Trotamora mit dem Klagenfurter Ensemble, auch in den Räumlichkeiten des Klagenfurter Ensembles. Auch zweisprachig, es tritt zum Beispiel immer wieder ein Chor auf von den Frauen aus Brody, die dann auf Slowenisch singen. Ein ganz anders gelagertes Buch ist, aber vielleicht jetzt nicht von der Qualität her irgendwie vergleichbar, aber sehr interessant durchs Zustandekommen, der Roman Das Jakoberhaus von Bertram Schacher. Das ist ein
Das ist ein Autor, der aus Hagenbüchach in Mittelfranken stammt, wo ein Aussiedlerlager für Kärntner Slowenen war. Ja? Und dort war auch der Franz Resmann untergebracht. Ja? Und der Bertram Schachner, der hat sich irgendwann begonnen, für dieses Haus zu interessieren und hat dann in seinem Roman Das Jakoberhaus eigentlich die Erinnerungen von Franz Resmann frei nacherzählt, ja, in ein fiktives Setting gesetzt. Und interessant ist zum Beispiel, dass der fränkische Verlag, in dem dieser Roman erschienen ist, dann die Erinnerungen Resmanns, ja, implizit eigentlich als Teil der fränkischen Regionalgeschichte beworben hat. Ne? Vielleicht noch ein letztes Beispiel, weil es auch aus medialer Hinsicht interessant ist, das sich auch mit dem Berschmannhof beschäftigt. Ja. Das wäre eine Graphic Novel, die 2018 beim Wiener Verlag bei Höbuchs erschienen ist. Ne. Mit dem Titel Berschmannhof, 25. April 1945 von Evelyn Steintaler und Verena Leusel. Also man sieht, also auch auf allen Ebenen der Vermittlung spielt sich hier etwas ab. Ja. Das sind nur ganz, ganz wenige Beispiele, die irgendwie Lust machen sollen auf die Lektüre unserer Monographie. Sie reichen bei weitem nicht hin, irgendwie diesen ganzen Bereich auch nur abzugrenzen. Ja. Aber sie zeigen vielleicht trotzdem gewisse Ansätze, deren wir uns schon auch in unserer Monographie bedient haben. Gut, und damit wäre ich auch schon am Ende angelangt dieser Präsentation. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitnehmen können und Sie haben vielleicht Lust bekommen, einmal reinzuschauen. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall. Das Buch ist wirklich voll mit Information. Schauen Sie rein. Danke für die Aufmerksamkeit. Bitte schön.